Weltweit sterben jedes Jahr tausende Menschen, weil sie sich mit Masern anstecken. Dabei könnte die Krankheit längst ausgerottet sein, wenn genug Leute geimpft wären. Die Vermeidung oder Verzögerung von Impfungen zählt zu den 10 größten Gesundheitsbedrohungen der Welt, neben Gefahren wie HIV, Ebola oder dem Klimawandel. Aber im Gegensatz zu denen lassen Masern sich eliminieren. Und genau das hat die Weltgesundheitsorganisation jetzt vor. Am liebsten schon nächstes Jahr. Denn der Masernvirus ist mega ansteckend, schwächt das Immunsystem und führt im Worst Case zu einer tödlich verlaufenden Hirnhautentzündung. Wenn aber mindestens 95% der Bevölkerung gegen Masern geimpft sind, kann sich der Virus nicht mehr ausbreiten. Das nennt man Herdenimmunität. Hier in Deutschland haben aber selbst Schulanfängerinnen nur zu 93% den kompletten Impfschutz. Dieses Jahr gab es schon über 500 Neuerkrankungen, die man hätte vermeiden können. Der Bundestag hat deshalb jetzt das Masern-Schutzgesetz beschlossen. Ab März 2020 müssen alle Kinder ab einem Jahr, die neu in die Kita kommen, gegen Masern geimpft sein. Sonst heißt es an der Kita-Tür, ihr müsst leider draußen bleiben. Die Impfpflicht gilt außerdem zum Beispiel für Schülerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Angestellte in medizinischen Einrichtungen, die nach 1970 geboren sind. Fun Fact: Auch Heilpraktiker, von denen ja viele vor Impfungen warnen, kommen in Zukunft nicht mehr um die Masernspritze rum. Wer gegen das neue Gesetz verstößt, muss im Extremfall ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro hinblättern. Ungeimpftes Personal in Arztpraxen oder anderen Gesundheitseinrichtungen kann sich nach einem neuen Job umschauen. Wenn künftig alle Kinder geimpft sind, haben wir die Masern bald ausgerottet. Endlich mal ein cooles Artensterben. Oder? Naja, ob die Impfpflicht auch eingehalten wird, soll von den Gesundheitsämtern überprüft werden. Die leiden aber ja eh schon nicht gerade unter Langeweile. Wie viel zusätzlicher Aufwand den Gesundheitsämtern jetzt entstehen wird, weiß nicht mal die Bundesregierung so genau. Damit es bei der Impfpflicht also nicht so läuft wie bei den Klimazielen, der Abschaffung der Zeitumstellung oder meinen Neujahrsvorsätzen von letztem Jahr, braucht es dringend mehr Geld und mehr Personal. Die Bundesregierung sagt, alle, die engen Körperkontakt mit Kindern haben, sollen sich impfen. Aber was ist eigentlich mit Busfahrerinnen, Kassierern oder Angestellten im Freizeitpark? Ich hab noch tausend Fragen. Und dann gibt's auch noch die generelle Kritik an einer Verpflichtung. Und ich kann Leute verstehen, die es doof finden, dass der Staat sich jetzt auch noch in ihren Impfpass einmischt. Auf den ersten Blick ist das ja auch etwas sehr Persönliches, ob ich mich durch eine Impfung schütze oder ob ich eine Hirnhautentzündung in Kauf nehme. Da gilt für den Staat allerdings Gesellschaft vor Ego. Denn Säuglinge oder chronisch Kranke, die sich nicht impfen lassen können und gleichzeitig ein besonders hohes Risiko haben, sind darauf angewiesen, dass der Rest der Bevölkerung immun ist und sie so mitschützt. Impfen, ja oder nein, ist deshalb keine persönliche Entscheidung, sondern geht uns alle an. Und solange wir auf Ego machen und bei den Masern unter einer Impfquote von 95% bleiben, kommen wir um die Impfpflicht wohl nicht rum. Bist du für oder gegen eine Impfpflicht und warum? Schreib's mir in die Kommentare. Übrigens, wenn du noch ein Video von Deutschland 3000 sehen willst, in dem ich ähnlichen Quatsch mache, findest du das hier. Und hier gibt's ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk. Und falls du es noch nicht gemacht hast, solltest du Deutschland 3000 dringend abonnieren. Ich habe aber daneben.